Hallo Borgheide, hallo Welt. Ja, hier ist wieder die Montagssendung von Borgheide News TV. Wir hatten natürlich ein hitziges Wochenende hier und das kam nicht nur vom Wetter. Hier war ja richtig viel los. Als erstes fangen wir einfach mal an mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Die haben am Freitag den Abschluss ihrer Ausbildung für die Seepferdchenkurse hingelegt. Da haben wir ein kleines Interview für euch. Wir haben hier den Enrico Kaiser interviewt. Und im Waldbad. Und es ist natürlich ein bisschen laut im Hintergrund. Also wir bitten das mal zu entschuldigen. Aber da ist natürlich bei dem Wetter richtig viel los. Und da lässt sich nicht ganz vermeiden, dass man den Ton nicht ganz so sauber hinbekommt. Aber hier ist das Video für euch. Viel Spaß. Ja, hallo Borgheide. Jetzt sind wir hier natürlich wieder im Waldbad. Diesmal allerdings nicht mit dem Frank Wien, sondern mit dem Enrico Kaiser. Auch von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, die Ortsgruppe Borgheide. Und wir sind hier einfach mal hergekommen, weil wir gucken wollten, was die hier schon seit Wochen hier treiben. Ihr habt wie viele Kindern, Leuten hier das Seepferdchen beigebracht oder überhaupt? Also Seepferdchen vergeben haben wir dieses Jahr 57. Im Kurs Teilnehmer hatten wir so circa 50. Okay. Die unterschiedlichen Zahlen kommen aber auch daher, dass wir sehr viele angesprochen haben, die hier Badegäste waren und die gerne für ihre Kinder, Enkel Seepferdchen abgelegt haben wollten. Deshalb haben wir mehr Seepferdchen verteilt als Teilnehmer. Ja, ich weiß, wir hatten ja auch hier zwei Kinder hier aus Dessau, die haben hier erst Seepferdchen abgelegt und dann noch die dritte Schwimmstufe, wie heißt das für Jugendliche? Jugendbronze. Jugendbronze, ja. Das haben die gemacht innerhalb von 2 Wochen, was ich richtig cool finde. Und das ist, glaube ich, auch Rekord bei euch hier dieses Jahr. Ja. Habe ich gehört, ja. Und sag mal, was muss man für Seepferdchen machen? Also für Seepferdchen musst du das Kind 25 Meter schwimmen lassen. Das heißt, es muss vom Beckenrand reinspringen, ohne irgendwelche fremde Hilfe. Okay. Und dann muss es 25 Meter schwimmen. Wir machen immer noch gerne so 5 Meter drauf, weil wir sicher sein wollen, dass die Strecke nicht nur gerade so geschafft wird, sondern auch locker geschafft wird. Und tauchen? Dann muss noch getaucht werden. Das heißt, es muss noch ein Ring hochgeholt werden aus einem schultertiefen Wasser. Okay. Wenn wir noch gut ist, wenn Sie ein paar Regeln wissen, wie man sich im Bad verhält, wäre natürlich bestes. Obwohl das kein Muss ist, kein Seepferdchen. Aber jedenfalls seid ihr hier fleißig. Ich habe nämlich heute in der Zeitung gelesen, es gibt angeblich, können so viele Kinder nicht schwimmen, aber das ist hier für uns, gilt das hier nicht. Ne? Nee, wer will, gerne, jederzeit. Und wir machen es auch immer wieder mit Freude, mit Spaß, mit Wolle. Okay. Obwohl die 6 Wochen dann zum Ende schon ganz schön hart sind. Und wie viele Leute seid ihr hier aktiv hier bei den Seepferdchen? Also wir haben, ich müsste jetzt grob schätzen, also so 12 Helfer hatten wir, definitiv, die sich auch immer abgewechselt haben. Und ich auf diese Wege auch mal bei den Leuten danken will, dass sie so da waren, die mich so unterstützt haben. Okay. Gut. Das war's erstmal. Und wir haben ja hier, wie ihr gesehen habt, ein paar Einblendungen gehabt hier von Schwimmer, Seepferdchen. Seepferdchen-Teilnehmer und es war auch ein Bronzeschwimmer bei. Und ein Bronzeschwimmer bei. Okay. Gut, das war's für heute. Ich danke dir erstmal. Ja, lieben Dank, Enrico, für die Informationen. Aber ich denke, wir reden noch mal zu einem Ende der Saison. Ihr habt ja noch viel, viel mehr gemacht bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Ich habe euch ja auch am Samstag gesehen, wo ihr bei Baum und Borke wart. Aber dazu kommen wir später noch mal. Zuerst noch mal gehen wir. Wir waren im Waldbad und wir bleiben im Waldbad. Auch da gibt es natürlich große, große Neuigkeiten. Da muss ich mal schauen hier und ein bisschen zitieren. Das Waldbad hat jetzt Lufttemperaturen von 27 Grad und 25,8 Grad Wassertemperatur. Echt, das ist ja nichts. Ich war gestern in der Havel, da waren 27 Grad. Die Eier kriegen wir noch nicht gekocht da drin. Aber es ist natürlich richtig schön warm geworden. Und das Waldbad will mit Stolz vermelden, dass sie die bisher noch nie erreichte Anzahl an Badegästen pro Saison gestern geknackt haben. Das waren gestern mit Punkt. Ja, Uhrzeit steht hier gar nicht, aber mit der Statistik 20.116 Badegäste. Und die Saison ist ja noch gar nicht zu Ende. Wie gesagt, die ganze Woche bleibt ja noch halbwegs so. Der bisherige Rekord lag bei 17.500. Also sind ja mittlerweile, also werden sie weit über 3.000 Euro dazu bekommen. Euro sage ich schon, weit mehr als 3.000 Badegäste dazu bekommen. Ja, natürlich hinterlässt das auch Spuren beim Waldbad selbst. Das Vereinsbad wird natürlich ehrenamtlich betrieben. Und die komplette Organisation läuft neben den Jobs der Mitglieder dort und des Vorstandes
es geht natürlich nicht anders, dass ein paar Regeln eingehalten werden müssen, wenn die Wasserqualität dort weiter so gehalten werden soll. Dort wird ja immer mal richtig sauber gemacht und dergleichen mehr. Und die wichtigsten Regeln für das Waldbad sind natürlich auch, die Kleinsten müssen Badehose tragen oder besser Windeln. Ich glaube, es gibt auch so eine Schwimmwindeln. Bringt bitte keine Glasflaschen mit ins Waldbad. Und denn niemand möchte in Scherben treten und die Rettungsschwimmer und natürlich auch die Vorstandsmitglieder haben im Waldbad das Hausrecht und überwachen die Einhaltung der Vorschriften und setzen das natürlich auch um. Und wer möchte, kann sich natürlich die Regularien auch nochmal in Ruhe durchlesen. Und zwar hier ist die Website vom www.waldbad-borkheide.de und man findet das unter Vorstand und Regeln. Und weil wir schon gerade dabei sind, bei Arbeit und dergleichen mehr, nach der Hitze der letzten Tage und natürlich auch nach dem Besucheransturm, ist das Waldbad schon wieder gezwungen, das Schwimmbecken zu reinigen. Und deshalb ist am Donnerstag, dem 9.8. das Waldbad erst ab 12 Uhr geöffnet. Der Vorstand bittet natürlich um Verständnis. So, und weil wir im Waldbad immer noch sind, bleiben wir auch gleich noch da. Und zwar kommen wir zum nächsten Highlight. Und Baum und Borke ist ja nun gerade zu Ende. Und weil hier bei uns nichts zu Ende geht, geht es natürlich gleich weiter. Und zwar am Samstag, dem 11.8., da kommt die Kultband Kurzschluss, die Borkheider Kultband überhaupt, ins Waldbad. Und bringt dort ein Konzert, unter anderem natürlich auch mit DJ Detlef. Es werden 5 Euro Eintritt erhoben. Und ihr dürft natürlich Badehose, Bikini und Badeanzug und dergleichen und natürlich Baby-Schwimmwindeln oder so mitbringen. Denn es ist ein Rettungsschwimmer vor Ort. Ihr könnt euch dort auch gern im Wasser erfrischen. So, das soll's jetzt langsam mal zu dem Waldbad gewesen sein. Kommen wir jetzt zum Baum und Borke am Samstag. Warmes Wetter, wirklich warmes Wetter. Viel los war gewesen am Flughafen. Wir haben für euch hier den Zusammenschnitt. Bitte. Gleich da. Mich an dieser Stelle schon mal bedanken bei der Feuerwehr, denn wir haben eine Waldbrandgefahr, wie vielleicht der ein oder andere von euch mitbekommen hat. Deshalb möchte ich euch bitten, falls ihr eine Zigarette raucht, die dann in diesen flüssigen Aschenbechern loszuwerden. Das würde sehr helfen, weil wir wollen nämlich, dass dieser wunderschöne Wald hier nicht abfackelt. Pass auf, wir machen was anderes. Weil jetzt kann ja jeder sehen, irgendwie, dann denke ich, das ist ja irgendwie Schummelei. Du fasst mal Pfiffi am Ohr an. So. Und jetzt machst du nochmal einen Zauberspruch, bitte. Aber keine Ahnung. Und jetzt darfst du Pippi rausziehen. Du weißt nicht wie, auch nicht wo oder wann. Doch glaub mir, wir kommen. Nobody knows, nobody sees. Du landest hier und gleich gehört dir alles. Das Land ist für dich frei und nur noch kannst du hören, wie der Wolf heult unterm Silbermond. 12 Jahre alt. Und selbst viele Seiten in der Hand. So ganz weg, so krank. Stolz, Tag, verbrennt. Was richtig lecker schmeckt, wäre zum Beispiel Knoblauch mit Dill und Chili. Nein, das schmeckt man nicht. Man muss sich bei uns nochmal trauen. Nein. Oh Mann, wie geil ist eigentlich Borkheide? Das war mir gar nicht klar. Bis Anfang der Woche wusste ich gar nicht, was hier für eine Perle verborgen liegt. Sound.
So, das war's dazu. Natürlich waren ja nicht nur Baum und Borg unterwegs, auch wir waren noch da, logisch, sonst hätten wir das nicht machen können. Und Radio Potsdam war da und Radio Potsdam hat dann tatsächlich auch mal sich die Mühe gemacht und Borgheide News TV interviewt. Auch dafür haben wir ein kleines Video mit Schnitt. Schaut es euch einfach mal an, bitteschön. Ja. Was ist Borgheide News TV? Ja, Borgheide News TV ist, also Borgheide News TV oder BNTV, wie man jetzt sagt, ist ein regionaler Fernsehsender, der nur auf dem YouTube-Kanal läuft, natürlich auf Facebook verlinkt wird. Seit jetzt knapp über fast zweieinhalb Jahre existieren wir jetzt hier und machen früher jeden Sonntag, seit neuestem nur noch jeden Montag, weil Sonntag ist natürlich viel Arbeit, immer das alle zusammenzustellen. Und wir bringen hier alle Nachrichten, die hier so in Borgheide und Borgheide rum so passieren, zumindest ist das, was hier in Borgheide so richtig los ist, DLRG und Waldbad und eben jetzt hier dieses Open Air, wo wir hier unterwegs sind. Wir sind zu zweit momentan, kriegen aber immer ganz viel Infos von den Leuten hier aus Borgheide, ob das die Feuerwehr ist oder sonst wer, die arbeiten uns ja alle zu, die DLRG, sodass wir natürlich, wenn wir nicht überall hingehen können, unsere Infos tatsächlich von den Menschen hier aus Borgheide bekommen. Das finde ich total cool. Wir sind, wie gesagt, zu zweit. Matze, hallo Matze. Und ich halt, der Lutze. Ja, Matze und Lutze von Borgheide News TV. Und wie gesagt, man findet unseren Kanal tatsächlich auf YouTube. Und wir sind so ein regionaler Fernsehsender, werden unterstützt aus Borgheide direkt, also von der Gemeinde Borgheide und von den Unternehmern hier in Borgheide, die ab und zu für uns, für uns sponsern halt einfach. Ihr seid ja jetzt schon eine ganze Weile hier auf dem Festival unterwegs. Wie ist denn euer Eindruck bisher? Ja, erstmal ist es total irre, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Ich war ja gestern Abend hier schon mal unterwegs gewesen und habe hier mit Sascha zusammen angeguckt, was sie hier so wirklich nur auf die Beine stellen. Zum Beispiel diesen Brandschutzstreifen, so ein Wald hin, gerade in Bezug auf diesen brandentwichten Wald, wobei das Ding ja hier auf der Kippe stand, wegen der großen Hitze. Und ich muss sagen, ehrlich, für so ein Festival hier so in Borgheide haben sie wirklich viel gemacht, für Kinder, für ältere Leute, die Musik sehr durchmischt und ist ja noch nicht zu Ende. Natürlich könnten sich, glaube ich, die Leute hier, also die Veranstalter hier, ein paar mehr Publikum wünschen, aber es ist einfach noch richtig brennend heiß und ich denke mal, bis zum Abend kommen noch ein paar mehr, die ja aus Berlin und sonst wo, Potsdam, sonst wo herkommen. Sehr schön, danke. Bitteschön. Jo, wir müssen ja mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Das war's dazu. Wie gesagt, wir schauen nochmal, was wir an Bilder und Material haben. Es ist ja doch sehr umfangreich. Es war eine coole Geschichte gewesen. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz, bevor wir zum Wetter kommen, zum Sport. Also wenn am Samstag die Kultband aus Borgheide aufgetreten ist und alle Sonntag noch im Bett liegen. Sonntag um 15 Uhr, Leute, hier auf dem Sportplatz in Borgheide. Da spielt die Männermannschaft von Borgheide, ihr erstes Pokalspiel und zwar gegen den SV Alemannia Forde. Und wir hoffen doch, dass da eine Menge Leute hinkommen und das erste Pokalspiel der Männermannschaft von Borgheide so richtig mit anfeuern. Vielleicht klappt es ja, dass wir denn so richtig denen mal zeigen, wie Fußball gespielt wird. Jetzt darf man allerdings auch nicht vergessen, dass diese Mannschaft, also SV Alemannia Forde, zwei Klassenstufen über Borgheide spielt. Aber Leute, nichts ist unmöglich, kommt mit hin. So, das soll es erstmal grob gewesen sein. Jetzt gebe ich es nochmal an Matze. Matze, was sagt das Wetter? Ja, hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Während Anne und Robert sich da hinten im Boot rumtreiben, werde ich das Wetter wahrscheinlich nicht von hier bringen. Das ist ein bisschen laut mit der ganzen Strömung. Ich schalte gleich nochmal um. Schöne Grüße erstmal hier aus dem Markleberger See und vom Kanu-Wildwasserpark. Ja, und schwupps sind wir beim zweiten Teil vom Wettervideo. Und von Leipzig nach Potsdam ist es gar nicht so weit. Und heute habe ich einfach mal den Lieblingsplatz von Lutze neben Borgheide mal aufgesucht, und zwar sein Bootsclub in Pirschheide. Wetter für die kommende Woche können wir jetzt mal anschauen. Wir jagen schon wieder den nächsten Rekord nach oben. Richtung Dienstag, Mittwoch haben wir eine ganze Menge an hohen Temperaturen zu erwarten, teilweise wieder bis zu 36 Grad. Es wird noch mal heiß, der Sommer gibt alles. Vielleicht wird es danach doch, wie teilweise schon prophezeit wird, eine Woche später doch etwas kühler. Aber genießen wir erstmal die letzten Sommertage dieses Jahres. Jo, soweit von hier aus Potsdam. Schöne Grüße und tschüss. Ja, toll. Also, ihr habt es gesehen, es bleibt noch eine Weile und dann geht's
ein bisschen runter. Und ich glaube, das haben wir uns auch verdient. So 24, 25 Grad sind auch okay. Und natürlich ein bisschen Regen. Wie gesagt, das war's hier wieder bei Borkheide News TV. Wie immer, euer Lutze. Und tschüss, bis zum nächsten Montag. Tschüss.